Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie der Titel schon sagt, der Sinne-Manuel hat mir's besorgt. Und ich bin richtig froh, dass er das getan hat. Denn ich habe ihn darum gebeten, bei seiner nächsten Müller-Shopping-Tour doch noch etwas Ausschau zu halten, was ich bei mir im Müller leider nicht mehr bekommen habe. Und er war erfolgreich. Der Horror-Alligator im Mediabook war das Objekt meiner Begierde. Ja, eher ein bisschen unfreiwillig, denn es kam eine Emery vorher auf den Markt mit Teil 1 und 2 für 14,99 €, künstlich limitiert auf 500 Stück, und das habe ich natürlich nicht bekommen. Auch dieses Mediabook ist limitiert auf 500 Stück. Cover A, also da scheint es auch noch ein Cover B zu geben, das wahrscheinlich auch auf 500 Stück limitiert ist. So Filme muss man limitieren, weil im Mediabook für 29,99 € auch sehr teuer, bekloppt, dass man so einen Preis zahlt für so einen alten Schinken, den ich auch schon auf DVD in der Sammlung habe, aber das einer meiner ersten Tierhorrorfilme war, damals neben dem Weißen Hai, Shark wollte ich sagen, da gab es auch noch so einen Shark-Schrecken aus der Tiefe oder irgendwas, auch so ein Hai-Film, so ein weißer Hai-Abklatsch. Orca, der Killerwal, war noch dabei und keine Ahnung. Gab es nicht mal auch so einen Krakenfilm? Ich weiß es nicht. Also das war auf jeden Fall einer der ersten Tierhorrorfilme, die ich so als Kind mitbekommen habe. Es geht darum, dass so ein kleiner, ich nenne es mal Babyalligator, durch einen Abfluss runtergespült wird in die Kanalisation. Und dort lebt er dann 12 Jahre, ernährt sich irgendwie von toten Hunden, toten Tieren, irgend sowas. Keine Ahnung, wie die da runterkommen. Und irgendwann kommt er hoch in die Stadt und ja, sorgt dafür Angst und Schrecken. Das Ganze kommt von Colors of Entertainment, von Mediax. Das Logo von der Disc, bevor der Film anfängt, ist allerdings von Ink Pictures, nur mal so als Info. Eine weitere Info, wenn wir jetzt hier hinten drauf gucken, sehen wir Bonusmaterial. Da. Ja, nicht, dass da jetzt ein paar Leute direkt wieder eine Schnappatmung bekommen und Videos drehen. Es ist tatsächlich nur der Trailer auf der Disc drauf. Es ist kein verstecktes Bonusmaterial drauf. Alles schön ruhig bleiben. Das ist übrigens der deutsche Trailer sogar. Wir bleiben gleich hier und gucken uns das Ganze mal an. Also Colors of Entertainment, typisch ist das jetzt nicht unbedingt so eine Mediabook-Gestaltung, wie sie mir gefällt, also farblich gesehen. Wobei man jetzt hier wenigstens sagen muss, dass wir es ein bisschen versucht haben, mit diesem Rot, mit diesem roten Himmel dann überzugehen auf den roten Spine und den roten Hintergrund. Ist okay. Hier ist eine Blu-ray drin und eine DVD. Die beiden Discs sind vom Menü her absolut identisch. Ich sage jetzt mal so 99,9% Standbild, und unten haben wir dann 4 Reiter, wo man alles anklicken kann. Mal gucken, was das Mediabook von innen zu bieten hat. Blu-ray-Disc, DVD mit dem Horror-Alligator im Hintergrund in Großaufnahme. Vielleicht ist es aber auch irgendeine Aufnahme nur von einem Alligator aus irgendeinem Zoo, wer weiß. Das kann ich nicht sagen. Schauen wir mal ein Booklet. Ich bin mal gespannt. Ein Booklet zu so einem Film. Colors of Entertainment präsentiert oder lieber doch als Handtasche. Der Horror-Alligator lief zwar nicht zur Geisterstunde im Rahmen der Doppelvorstellung, sondern mit einem Sendetermin um kurz nach 21 Uhr deutlich früher. Auch hier bitte keine Schnappatmung bekommen, wenn man nichts über den Booklet-Inhalt sagen kann. Wie gesagt, ich hätte gerne die Emery gehabt, nicht nur, dass die Hälfte billiger war, es wäre auch noch der zweite Teil dabei gewesen. Den könnte man sich jetzt als Mediabook auch noch mal extra dazu kaufen, aber noch mal 30 €, nein danke. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mike Blankenburg hat das Booklet geschrieben. Ja. So sieht das Mediabook aus. Also für mich persönlich ist das jetzt kein 30 € Mediabook. Ne? Muss man jetzt klar kommunizieren. Das wäre so ein 1999er Mediabook vielleicht. Gut, aber mir ist jetzt nicht unbedingt bekannt, dass die jetzt so schnell billiger werden, die Mediabooks hier von Colors of Entertainment. Ich habe jetzt zwar schon eine, 3 für 4 Aktion, kaufe 3, nehme 4 Aktionen oder was die da gerade haben. Sind aber auch nur bestimmte Titel, glaube ich, dabei. Ja, nichtsdestotrotz, mein Gott, ich habe da jetzt den sauren Apfel gebissen. Warum komme ich eigentlich hier rüber? Mann, ich habe jetzt den sauren Apfel gebissen.
Wollte den Film als Blu-ray im Regal haben. Die Emery habe ich nicht bekommen. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht auf eBay bekommen. 500 Stück. Ich meine, mein Gott, wie viele Leute wollen unbedingt den Horror-Alligator haben? Keine Ahnung. Wird schon alles so passen. Wie gesagt, Trailer sind drauf. Nicht mehr. Und Inked Pictures Logo vor Filmstart, also bevor man ins Hauptmenü kommt, ne, sagen wir mal. So, und das war's von mir. Mein Indiana Jones Steelbook ist leider noch nicht gekommen. Das seht ihr dann höchstwahrscheinlich als nächstes hier auf meinem Kanal. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch, wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.